Immer wie Weihnachten. Das ist, ich glaube, Real Orange von Amaco, also die Unterglasur. Und hier habe ich dann nochmal Marigold drüber gemacht. Finde ich ganz cool. Woo! Sieht man das? Da, jetzt sieht man es hier oben, wie das glitzert. Cool. Das war Black Aventurine von Amaco, glaube ich. Ja. Und das ist eine Unterglasur von Elend Transfers. Ich glaube, da kann sich sehen lassen. Das sieht zwar hier teilweise so aus, als wäre das jetzt hier nicht richtig glasiert, aber das sind eigentlich nur Stellen, wo ein bisschen mehr Glitzer drauf ist. Also da muss man echt gut und oft umrühren, damit man keine Glitzerpinselstriche sieht. Aber ich finde das jetzt nicht so schlimm. Oh. Die nehme ich jetzt öfter. Das ist ja, das ist mega. So. Meine Männer haben sich größere, tiefe Teller gewünscht. Und so wie sie es beschrieben haben, waren es eher Schüsseln. Also haben wir jetzt die große Wikinger-tiefe Teller, wie auch immer. Und da habe ich mal einen anderen Ton benutzt. Einer mit Spots. Ich finde, die Spots sind auch ganz schön rausgekommen. Finde ich gut. Und durch die Glasur sieht man die jetzt nicht ganz so viel. Da hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Aber ist okay. Ne? Das hier war Pearl White und dann verschiedene Stroke and Coats und Light Flux. Kann man machen. Da haben ein paar von euch ja vielleicht auch mal das Video gesehen. Hier war das Muster auf der Unterseite. Ne? Da habe ich hier eine schwarze Unterglasur drauf gemacht und wieder abgewischt. Hier habe ich von Amaco Storm genommen und aufgetragen, damit man das Muster auch noch sieht. Und hier dann halt nochmal mit Stroke and Coats und Light Flux. Und eigentlich, aber das sieht man leider nicht mehr, war hier in der Mitte so ein schöner Baum. Aber das Storm ist echt für eine halbtransparente Glasur verdammt dunkel. Also da hätte ich wirklich eine Schicht weniger drauf machen können. Na, genau wie hier, da sieht man ja, das ist wirklich ein sehr, sehr dunkles Blau. Aber ich finde es trotzdem schön. Hier haben wir nochmal zwei von solchen Tellern. Ein bisschen dezenter. Finde ich aber auch schön. Hier ist Mudcrack von Maiko auf schwarzem Ton. Da sieht man auch schön, wie das hier so aufgebrochen ist. Hier habe ich noch mal ein bisschen orangen Glasur drauf gemacht, um zu gucken, wie der Effekt dann noch so rauskommt. Ne, in Verbindung mit anderen Glasuren, die halt wirklich schön ausschmelzen, ist der Effekt halt einfach nicht ganz so stark, aber es geht. Das ist eine neue Stroke & Coat, die ich mir gekauft habe. Also nicht an sich neu, sondern für mich neu. Und ich blende hier nochmal ein, wie die hieß. Froschi! Na, hier nochmal die Stroke & Coat. Doch, das ist ganz süß. Und hier ist auf der Rückseite Alabaster. Das ist so ein richtig schönes seidenmattes, naja, eigentlich eher mattes Weiß. Auch ganz hübsch. Und hier hatte ich am Rand wirklich nur abwechselnd Light Flux und Dark Flux drauf gemacht. Ist echt ganz cool. So ein leichtes Blau. Finde ich gut.
Ist ja auch wieder der Spot-Ton. Ich finde die echt schön. Schöne Becherchen. Läuft ein bisschen, weil ich mag das ja immer mit diesen Tropfen. Sehr cool. Voll gut. Kolibri-Tasse. Dieses Mal mit Orange-Gelb. Sehr schön. Hat ein bisschen Frühling. Hier nochmal eine. Ich muss ja dann immer auch gleich eine für mich mitmachen. Glänzend im Schwarz und Matt Crack mit Orange oben drauf. Also hier habe ich nur Orange aufgetragen, genau wie hier und da. Und da Matt Crack mit Orange oben drüber, genauso wie hier einmal außenrum. Hier ist der Effekt vom Matt Crack jetzt fast weg, aber das kann passieren, wenn man das ein bisschen dünner aufträgt. Vor allen Dingen auf eine glänzende Glasur, dann verschmilzt das doch ganz gerne mal ineinander. Aber ansonsten ist das schon echt gut geworden, finde ich. Na, sieht man doch gut. Jawohl, innen drin ist sie auch komplett orange. Sohnemann hat sich das so gewünscht. Ich hoffe, dir gefällt. Also ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Bis bald.